Jo. Gut, oh nee, sag mir nicht, dass unser Bombentyp AFK ist, ey. Wo ich wollte schon sagen, Alter. Ich wollte schon sagen. Ich verkämpfe mich mal gerade hier. Und warte mal gerade hier, nämlich auf genau sowas. Auf genau sowas, auf genau sowas. Verdammt, ich habe mir keine Granate gekauft. Ah, verflixt nochmal. Ich bin down. Sag ich ja. Ich hatte ja keine Chance, weil mit 4 HP hätte ich weder rausrennen können, noch da bleiben können. Nennt sich Zwickmühle. Also ein Fachkreis. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt hier Gelegenheitsspiel ist, ganz ehrlich. Aber ich glaube nicht. Doch. Doch. Ist ein Gelegenheitsspiel. Warum? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wie komme ich denn nochmal darauf, dass es hier ein Wettkampfspiel wäre? Wie kam ich denn da drauf? Jetzt ganz ehrlich. Na gut. Schöner kleiner Sieg heute mal wieder. Abgesiegte Schrotflinte, Nova, Gewehre. Können wir jetzt rein theoretisch wieder das hier holen? Ich hole mal einfach wieder nur gerade die Tag und laufe jetzt einfach mal los nochmal. Und hier durchs Haus. Erneut. In the hole. Ich finde ja eigentlich die deutsche Übersetzung davon wäre ja Feuer in dem Loch. Das ist eigentlich, klingt das total bescheuert. Also. Ach, Mist. It's my. Was? Ach, komm, ey. Da ist wieder jemand ganz cool. The fuck? Hm. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also, das müsste jetzt. Vermutlich ist das wieder ein Sieg. Nein, die gehen wieder zu früh weg. Es kommt nämlich ziemlich oft vor, dass die Leute, also hier die Terrors viel zu früh von dem dass sie halt einfach viel zu früh von den Bomben weggehen. Dann wird die halt noch einfach entschärft und alles, ohne dass da irgendwie eine Gegenwehr oder so ist. Das ist natürlich auch, das ist das Intelligenteste, was man machen kann. Zu früh von der, ja, zu früh da weggehen einfach. Das ist, so blöd. Tut mir leid, aber. Nee, da gehe ich nicht lang. Da gehe ich nie lang. Ganz ehrlich, also diesen Gang da drüben würde ich niemals empfehlen, weil man da, nämlich von hier drüben, von da drüben ist ja ein Fenster, von da kann man so perfekt abgeschossen werden. Und darum gehe ich da, also wirklich nur lang, wenn da wirklich gar keiner lang gehen will. Mit will meine ich wirklich, ach scheiße, leck mich doch. Wow, sorry. War jetzt nicht mit Absicht. Ja, welcome in the club. Ach, komm. Eigentlich war das ein perfekter Treffer. Sorry, aber. Das war einfach blöd. Aber gut, wie gesagt, was ist, naja, man muss es einfach abs. Man muss einfach so sehen, naja, ist halt einfach gut. Na bitte, das war doch mal was. So. Können uns jetzt eine AWP kaufen. Komm, das machen wir einfach. Hallo?
verboten. Okay. Ah, okay. Dann bleibe ich jetzt einfach mal bei der Pistole. Wie gesagt, da oben könnte jetzt einer campen. Das kommt verdammt oft vor. Also, dass da ein Antiterror... eine Antiterror-Einheit campt. Für gewöhnlich sogar mit einer AWP und alles. Hast du so gut... Shalom. Mist. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ans Mikrofon gekommen, beziehungsweise an den Ständer vom Mikrofon. Das könnte ab und zu mal so ein bisschen wackeln dann halt. Und darum ist das ein bisschen blöd, aber gut. Ne. Ich habe mich auch immer noch nicht an dieses riesige Ding hier vor mir gewöhnt, obwohl ich das jetzt schon über ein halbes Jahr habe und... ja, was soll ich sagen? Ich glaube, jetzt noch die nächsten zwei Runden, also so, dass wir... Also um zu schauen, wer hier gewinnt. Noch. Und dann, glaube ich, gehe ich ernsthaft, mache ich erstmal wieder eine Aufnahmepause. Render das alles schön, damit ihr die nächsten Tage eventuell noch die ersten Verfolgen bekommt. Und, so ist das halt. Hä, seht ihr? Seht ihr, da campen sie. Beziehungsweise wollte einer halt campen, ne? Na, was sage ich? Was sage ich? Also mehr sage ich ernsthaft nicht. Es ist einfach... Es ist so ein, ich sage jetzt mal, bekannter Platz, um da ein bisschen rumzucampen. Das ist schon echt nicht mehr feierlich. Oh Gott, ein Hühnchen. Und das ist auch keine sonderlich tolle Taktik. Hier mit einer... ich bin weg. Ich bin raus hier. Guys, I'm raus. Nein, nein, ja, Headshot. Aber ich war der letzte Überlebende, das war jetzt blöd. Egal, passiert halt. Na, dadurch wird es jetzt wieder ein bisschen spannender. Das wird, also das gesamte Match wird jetzt dadurch ein bisschen spannender. Ich glaube, ich kaufe mir nochmal die Sniper hier. Eigentlich war das eine ganz gute Idee, mich da, wie gesagt, hinzu klamüsern. Hier, also um genau zu sein. Ich glaube, die sind sauer auf mich. Hier halt dann einfach wirklich im Auge zu behalten für ein paar Sekunden, eigentlich sogar nur Minuten muss man hier nicht sitzen, das ist ja, dann ist ja die Runde vorbei, ist auch blöd, wäre auch blöd. Hier geht's einfach hier, ne, ach verdammt, Ködergranate, darum hat sich der Typ nicht bewegt, da war niemand. Darum hasse ich die neue Ködergranate, weil die lockt einen doch irgendwie an. Muss man ja echt mal sagen. Ah, verdammt, da liegt die Bombe. Fuck! Jetzt komm. Nein! Ach, daneben! Ich wusste aber, dass da einer kommt. Und dann geht dieser Schuss wirklich eigentlich nicht weit daneben. Ja, jetzt echt, also der war jetzt ja nicht so... Also das müsste eigentlich sogar eventuell ein Hit gewesen sein, aber nur am Arm. Also wäre es kein Tod gewesen für den. Aber wie gesagt, ein Hit wäre es allemal gewesen. Jetzt weiß ich, warum ich auf die Idee komme, dass das hier ein Hardcore-Modus ist. Also sein müsste. Jetzt weiß ich warum, weil ich nämlich hier nicht ins andere Team so gesehen wechseln kann, also... nicht schauen kann, wo die anderen Leute aus dem Team, also wo die Leute aus dem anderen Team sind. Gut. Da hat sich schon jemand drum gekümmert. Ich finde die AWP eigentlich auch, also ich bin persönlich jemand, der sie ganz gerne hat, aber sobald sie auf einen gerichtet wird, mag man sie dann doch nicht mehr so sehr. Und der werte Herr, der kämpft da so ein bisschen bei der Bombe. Das ist aber auch kein, also ich, um jetzt das nochmal klarzustellen, das ist kein Camper oder so. Das zähle ich persönlich überhaupt nicht zum Campen. Das zähle ich persönlich eher dazu, Dings
zähle ich das eher zu taktischem Warten, ganz ehrlich. Also ist ja klar, rein theoretisch würde ja sogar das Antiterror-Team die Bombe so sehen entschärfen. Jetzt habe ich das falsche Gewehr gekauft. So sehen entschärfen, bevor sie gelegt wurde, könnte man sagen, um die dann halt mitzunehmen, um halt weiteres Blutvergießen zu vermeiden einfach. Ne? Rein theoretisch, wie gesagt. Oder würde sie zumindest in Sicherheit bringen. Also in Sicherheit in Anführungsstrichen, ne? Eine Bombe in Sicherheit bringen, ist klingt schon echt doof. Aber halt sichern, so. Ich meine, man sichert ja auch Räume und trotzdem bringt man sie halt nicht in Sicherheit, sondern man schaut halt nur nach, ob da ein Gegner ist, ne? Mhm, so ist das. Hier, komm, rein, 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 rein. Los, 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 let's go, let's go. Alter. Wer rechnet denn mit so einer Kacke? Von wo? Eine andere Frage, wo? Allgemein. Ah, verdammt nochmal. Da oben war noch gerade... Oh, fuck, ich bin Last Survivor. Und ich hab die Bombe. Warte mal, hier, so. Nein! Nein! Ah, zu spät gesehen. Verdammt nochmal. Ah, goddammit. This was fuck. Na so. Okay. So, und wieder die Tag. Ich snipe wieder, also ich lege mich wieder hier auf die Lauer. Sollte da oben einer kommen. Wird schön wieder kontrolliert. Na, ich glaube, jetzt langsam mal sicher. Sollte ich mich hier bewegen können. Für meine Freunde. Eventuell das nicht das Intelligenteste in einer Türe zu sitzen. Okay, da ist gar keiner mehr.